Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zum heutigen Orakel nach Sternzeichen, Duaseelen-Orakel für Duaseelenbeziehungen, Seelenpartnerschaften und Wunschpartnerschaften. Wie immer, bevor ich mit dem Orakel anfange, möchte ich euch einige Angebote für Monat Juni 2020 vorstellen. Ich hoffe, ihr seid gut in dem Monat Juni angekommen. Ihr habt die letzte anstrengende Zeit soweit gut überwunden. Und ich sage euch, es geht mit Anstrengungen weiter. Es wird immer etwas leichter mit jedem Monat. Aber dieses Jahr 2020 ist sehr viel zu tun, spirituell gesehen, energetisch gesehen. Es ist ein Jahr, in dem sich alles ordnen sollte und ordnen muss, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Wir haben ein Jahr der Dualitäten, ein Jahr der innere Kämpfe zum Beispiel. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, worum es in diesem Monat Juni geht. Also wir haben erstmal ein Monat, der für die Familie und für die Kraft, für die eigene Kraft steht. Alle verschiedenen Kraftarten sind angefragt und gefördert. Ob das jetzt um Willenskraft oder Lebenskraft geht oder Leistungskraft, Triebkraft, es ist egal. Also in diesem Monat sollten die eigenen Potenziale ausgedehnt, ausgebreitet werden. Die Kraft sollte gezielt eingesetzt werden und auch gezielt gelebt werden. Diejenigen von euch, die nicht in ihrer Kraft sind, sollten oder haben die Möglichkeit, in diesem Monat auch in ihre eigene Kraft zu kommen. Und ich habe einige Angebote, passende Angebote zum Thema Kraft und Familie. Natürlich, Monat Juni ist auch ein Monat der Familie, der familiäre Leben und auch des inneren Kindes. Das habe ich schon mal erwähnt. Diejenigen von euch, die meinen numerologischen Kalender gekauft haben, können auch vieles darüber nachlesen, um was es geht. Übrigens, dieser numerologische Kalender ist möglich, dass man den für ein halbes Jahr bestellt, zum Beispiel ab Monat Juni bis Ende des Jahres zu einem reduzierten Preis. Der numerologische Kalender kostet 80 Euro für halbes Jahr von Juni bis Dezember 2020. Wer Interesse daran hat, kann diesen Kalender direkt in meine Homepage-Seite, in meinen Shop buchen unter aktuelle Angebote Monat Juni. Und jetzt zurück zu den Energien von Monat Juni. Also, wie gesagt, es geht um innere Kind, es geht um die Familie und es geht um die eigene Kraft. Alle Arten von Kraft, aber diese Kraft, wenn diese Kraft unterdrückt ist, da sollte diejenige Person auch daran arbeiten, wieder in ihre Kraft zu kommen. Das ist natürlich auch notwendig, weil wenn jemand entkräftet ist, der hat etwas schwer im Leben. Also, worum dieser Monat geht. Einige von euch haben teilgenommen an dem schamanischen Ritual im Monat Mai. Da ging es um verschiedene Themen. Bei diesem Ritual, da ging es um die persönliche Entwicklung, da ging es um die persönliche Befreiung, um Klarheit zu bekommen, Erkenntnis, Entscheidungen besser treffen zu können aufgrund von dieser Klarheit. Es ging um Unabhängigkeit und innere Balance. Das war im Monat Mai. Die Teilnehmer, die an dem Ritual teilgenommen haben, manche von denen haben berichtet, dass sie sehr deutlich, seelisch, manche sogar auch körperlich diesen Prozess bewusst miterlebt haben. Im Monat Juni gibt es eine Fortsetzung von diesem Prozess. Ich muss dazu sagen, es sind mehrere Wellen.
ganz viele Toren, die das Jahr, dieses Jahr nacheinander sich auswirken, sich öffnen und Energien auf die Erde strömen lassen. Im Monat Juni haben wir die Weiterentwicklung oder die Fortsetzung von der Arbeit, die wir im Mai gemacht haben, wobei im Monat Juni geht es ausschließlich um Befreiung und Loslassen. Also hier kriegen wir Energien, die uns unterstützen, uns innerlich zu befreien und loszulassen. Zum Beispiel Themen, das Hauptthema ist Loslassen. Unterthemen oder Arten vom Loslassen sind verschiedene. Das kann zum Beispiel sein Bindungen, Denkweisen, Lebenseinstellungen, Normen loszulassen, die uns nicht mehr dienen. Es geht um Begrenzungen, es geht um Glaubenssätze und Sichtweisen. Aber an erster Stelle geht es um Auflösungen von alten Bindungen, vom Altlasten, vom karmischen Blockierungen, Verstrickungen karmisch. Und natürlich Auflösen von Eideschwüre, Gelübde, Bindungen, Manipulationen, Fremdeinmischungen und vor allem auch sind diese Energien sehr, sehr unterstützend für Auflösung und Befreiung von bewusster Manipulation im Sinne von schwarzmagischen Angriffen, Voodoo-Rituale, Eide, Schwüre, Gelübde, habe ich schon mal gesagt, Wünschen, Verwünschungen, Verfluchungen und so weiter, also bewusste rituelle Handlungen um Auflösung und Befreiung von schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Verwünschungen, Verfluchungen und schwarzmagische, schädliche Rituale, Verschwörungen und so weiter. Diesbezüglich habe ich explizit im Monat Juni ein Angebot zur Auflösung von Manipulationen, schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Besiedlungen, Verwünschungen, Verfluchungen und alle anderen Arten von bewusste, gezielte und rituelle Manipulation. Mein Angebot an euch bezieht sich auf 9 Wachsitzungen zur Auflösung von schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Besiedlungen, Flüche, Verfluchungen, Verwünschungen und andere, die in diese Richtung gehen. Die 9 Wachsitzungen sind Fernsitzungen. Die Teilnehmer werden einzeln informiert über jede Sitzung. Es ist Einzelarbeit, keine Gruppenarbeit, auch wenn da mehrere Menschen sich da dafür anmelden oder das Ritual buchen. Es wird immer einzeln für jede Person einzeln gemacht. Sowieso grundsätzlich wird das Wachs nur auf eine Person gegossen. Das Angebot für diese Sitzungen für diese schamanische Auflösung von Manipulationen und schwarzmagische Angriffe kostet 780 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wie gesagt, 9-mal wird da Wachs gegossen an verschiedene Tage mit Pausen dazwischen, also nicht 9 aufeinander folgende Tage, sondern es werden Pausen dazwischen gelegt. Diese Pausen sind ganz individuell. Bei manchen, wenn alles gut läuft, kann täglich eine Wachsitzung geben. Bei manchen, wo da viele Schwierigkeiten kommen, was bei der Auflösung von schwarzer Magie auch ganz normal ist, dass da sehr große Widerstände sich zeigen und meine Arbeit boykottieren wollen, da lasse ich auch ein paar Tage Zeit zwischen den Sitzungen. In diese Auflösungsarbeit ist mit inbehalten ein Schutzfeld, solange ich arbeite, auch in den Tagen, wo ich kein Wachs gieße, ist dieses Schutzfeld vorhanden, also von Vergabe des Auftrags bis zu letzte Wachsitzung ist die Person oder die Personen unter ein energetisches
Schutz gestellt. Aber wie gesagt, 780 Euro kostet das Angebot im Monat Juni in meinem Shop zu buchen. Wer sich über das Wachsgießen informieren möchte, so findet ihr in meiner Webseite Kategorie Wachs ein ausführliches Infomaterial, wo ich da alles über das Wachsgießen, alles Wichtiges über das Wachsgießen geschrieben habe. Da könntet ihr das lesen und euch eine Vorstellung machen, was das ist und wie das Wachsgießen funktioniert. Diesen Monat biete ich genauso wie im Monat Mai auch ein schamanisches Ritual zum Thema Befreiung und Loslassen. Wie ich vorhin beschrieben habe, das sind viele verschiedene kosmische Kräfte, Naturkräfte, Toren, Sternentoren, Erdentoren öffnen sich jeden Tag etwas anderes oder mehrere gleichzeitig in diesem Monat. Also, und da bitte ich dieses schamanische Ritual da dafür, dieses Ritual fängt oder beziehungsweise diese neue Energiewelle fängt am 3.6. und endet am 15.6. Wobei, dann brauchen wir noch ein paar Tage nach dem 15.6., wo sich die Energien setzen und sich auspendeln. Wer von euch teilnehmen möchte an diesem Ritual, kann das in meine Homepage-Seite buchen. Für eine Person kostet die Teilnahme 80 Euro, für ein Paar oder zwei Personen 120 Euro. Und für eine Familie bis zu vier Personen 160 Euro. Die Teilnehmer, die im Monat Mai teilgenommen haben an diese Transformationsritualen, diese Wellenenergieübertragung, die bekommen ein vergünstigstes Angebot für die Teilnahme für Monat Juni, wenn Sie möchten. Und dann haben wir im September noch eine ganz starke Energiewelle, die dann die Reste, die geblieben sind, auch mit auflösen kann. Da werde ich im September nochmal so ein Angebot machen. Bezüglich Reste möchte ich sagen, dass wenn man Energiearbeit macht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass mit so eine Handlung zu 100% alle Energien rausgehen. Also da bleiben in meisten Fällen bleiben auch immer wieder ein paar Reste. Das ist ja auch normal, je nachdem, wie die Person belastet ist, wie tief der Angriff ist, wie breit und hat sich dieser Widerstand oder diese Blockade ausgebreitet, wo die sitzt, in welchem Energiekörper und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und je leichter die Problematik, desto schneller und unkomplizierter wird sie aufgelöst. Das heißt, da bleiben kaum Reste vorhanden. Und wenn die Problematik sichtbar und spürbar ist und über Jahre lang oder sogar über Generationen oder Inkarnationen vorhanden ist, dann in der Regel bleiben immer einige Restenergien übrig. Und weil es hier um so tief liegende Themen geht, haben die Spirits von Open gesagt, dass die nochmal im September eine spezielle Energieübertragung und Energiearbeit machen für uns Menschen hier auf der Erde, damit wir auch die Möglichkeit haben, die Restenergien loszulassen. Aber wie gesagt, im Monat September kommt der nächste Angebot da dazu, dafür von mir. Also diejenigen von euch, die diese Energieübertragung, dieses schamanische Ritual mitmachen möchten, können das in mein Shop und aktuelle Angebote im Monat Juni sofort buchen. Und diejenigen von euch, die im Monat Mai teilgenommen haben und die möchten im Monat Juni nochmal dabei sein,
Die bitte ich, mich persönlich zu kontaktieren und nicht über die Homepage-Seite, über den Shop zu buchen, weil für wiederholende Teilnehmer habe ich etwas günstigere Preise. Die werde ich euch dann mitteilen bei der schriftlichen Anmeldung, aber wie gesagt, nicht über den Shop, sondern einfach schickt mir eine Nachricht. Okay, jetzt geht es weiter mit meinem ersten Angebot für Monat Juni 2020. Ich habe gesagt, es geht um Familie, Partnerschaft, innere Kind. Und diesbezüglich biete ich euch eine Aufstellungsarbeit zum Thema Partnerschaft oder Thema Familie, Thema Kinder oder innere Kind. Zu diesem Themen biete ich die Aufstellung zum Preis von 80 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Thema Partnerschaft, Familie, Kinder, innere Kind. Auch in meine Homepage-Seite zu buchen. Diejenigen von euch, die eine Beratung brauchen, können auch zu günstiger Preisberatung im Monat Juni buchen. Ich habe etwas ganz Neues mit hinzugefügt für Monat Juni, nämlich eine Beratung mit oder ohne Karten für 30 Minuten, kostet 40 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das habe ich bis jetzt noch nie so angeboten. Diesen Monat biete ich es an, weil beim so starke Transformationen wie zum Beispiel Auflösung vom schwarzmagischen Angriff und so weiter entstehen sehr viele Fragen, da passiert sehr viel im Leben von der Person und Angriffe oder Manipulationen werden sichtbar und fassbar und solche Menschen haben meistens sehr viele Fragen und das war auch der Anlass, warum ich für diesen Monat mich dazu entschlossen habe, 30 Minuten Beratungen anzubieten zu 40 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ansonsten biete ich auch 45 Minuten Beratungen zu 60 Euro. Das habe ich jetzt seit Frühjahr stark im Angebot, weil in diese Corona-Zeit, in diese schwierige Zeit sehe ich auch ein oder ich fühle mich verpflichtet, auch etwas zurückzugeben. Also wer Beratung braucht, mit oder ohne Karten, kann die Beratung genau in meinem Shop buchen. Und zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis an euch geben. Also am 5.6. haben wir Mondfinsternis und es ist ein Ausrufzeichen, ein Achtungszeichen gesetzt, also passt ihr bitte auf, weil da können sehr stark Zweifel und Ängste, Manipulationen und Missbrauch hochkommen, wenn das euch betrifft. Das wird nicht jeder betreffen, aber einige von euch werden schon damit konfrontiert werden, dass ihr achtsam seid und an diesem Datum euch besonders schützt oder irgendwie euch Kraft holt. Weil da haben wir diese Schattenseiten, die werden hervorgerufen und hochgespült. Besonders, weil wir an diesem Tag, das ist der Freitag diese Woche, wir haben eine negative kosmische Einstrahlung. Also da, ich bitte euch einfach mal achtsam zu sein. Diejenigen von euch, die an dem Ritual oder an der Auflösung vom schwarzmagischen Angriff teilnehmen und sich angemeldet haben, haben etwas leichter, weil die stehen sowieso in einem energetischen Schutzfeld, was von mir aufgebaut wird und da können diese Energien nicht so stark sich auswirken. Und für alle anderen, einfach aus Info, dass ihr das beachtet und dementsprechend Maßnahmen auch trifft. Ich möchte euch nochmal ausdrücklich erklären, damit es keine Missverständnisse entstehen. Also das schamanische Ritual zum Loslassen ist nicht das gleiche wie diese schamanische
Befreiung vom schwarzmagischen Angriffe, Besetzungen, Besiedlungen und so weiter mit dem Wachs. Das sind zwei ganz verschiedene Arbeitsweise und zwei ganz verschiedene Ergebnisse. Also das Ritual mit der Energieübertragung, mit diesen Wellen und Toren, was wir jetzt haben vom 3. bis 15. Juni, dieses schamanische Ritual, da werden Energien übertragen, mehrere täglich verschiedene, die arbeiten an dem gesamten Energiefeld von der Person. Und die haben den Zweck, die Energien in der Person zu verändern und ihr zu helfen, einiges loszulassen, was die Person loslassen sollte, also vom alten und verbrauchten Energien sich zu befreien. Das Wachsgießen hingegen ist eine spezielle, gezielte Handlung zur Auflösung und Befreiung vom schwarzmagischen Angriffe, Besetzungen, Besiedlungen, Fluche, Verwünschungen, Verfluchungen, Eideschwüre, Gelübde. Also diejenigen von euch, die das Gefühl haben oder sogar wissen, dass sie attackiert werden, manipuliert werden, für die ist diese Wachsgießen empfehlenswert. Diejenigen von euch, die sagen, ich habe vieles loszulassen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich jemand schwarzmagisch angreift, für die reicht es die Teilnahme nur an dem Ritual. Eine Kombination von beidem ist natürlich auch möglich. Diejenigen, die unter Angriffe oder Besetzungen leiden, die können auch zusätzlich teilnehmen an diesem schamanischen Ritual, an der Energieübertragung. Somit haben sie zwei starke Rituale gleichzeitig laufen. Das ist der Unterschied, weil vielleicht einige von euch können sich das nicht richtig erklären, was das eine, was das andere bedeutet oder wozu das eine und wozu das andere zu gebrauchen ist. Also ich hoffe jetzt, dass ihr verstanden habt, um was es geht. Das schamanische Ritual zum Loslassen ist auch sehr empfehlenswert für Menschen, die unterdrückte Eigenwille haben, Menschen, die sich in Abhängigkeiten begeben und auch besonders für Menschen mit starken Ängsten und Zweifeln, weil das sind so die Hauptenergien des Loslassens, die vom Kosmos übertragen werden durch diese Übertragungsrituale. Also Thema Zweifel, Ängste, Missbrauch fällt auch darunter. Und Abhängigkeiten und unterdrückte Willenskraft. Also diejenigen von euch, die Probleme damit haben, die sind in diesem schamanischen Energieübertragungsritual herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Orakel. Hoffentlich seid ihr zufrieden. Hoffentlich habt ihr gute Botschaften von den Spirits für Monat Juni 2020. Hallo ihr Lieben, wir schauen jetzt die Energietendenzen für Monat Juni 2020. Element Erde, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau für die Loslasserin. Ich fange an mit Engel der Liebe Orakel. Drei Karten. Gedanken, Gefühlen, Aktivitäten. Dann geht es weiter mit Seelenpartner-Orakel. Auch drei Karten. Das war die erste, die sich gemeldet hat. Also die Karten sind sehr unruhig. Hier sind jeweils zwei, haben sich gezeigt. Dann geht es weiter mit Kipper-Karten-Orakel. Auch drei Karten. Für Monat Juni habe ich auch einen Schutzgeist für euch ausgewählt, ausgesucht, der euch unterstützt. Das ist aber sehr durcheinander.
sind mehrere Karten rausgefallen. Ich nehme die oberste als Schutzgeist. Seht ihr? Die springen. Hoffentlich ist das ein Zeichen der Fülle, so wie die Karten rumgesprungen sind. Okay, liebe Loslasserin Element Erde, ich fange an mit Gedankenbereich. Da haben wir des Wartens wert, göttlicher Timing bestimmt dein Liebesleben. Also etwas ist im Hintergrund im Laufen, was zu Ende gebracht werden sollte, damit es in eurer Beziehung weitergeht. Und das kommt von deiner Seite aus. So, du musst etwas klären, etwas machen. Drücke Liebe durch Geschenke aus, gib jemandem ein kleines Unterpfand, deine Liebe. Also du solltest die Liebe zeigen. Heißt das auch, etwas für jemandem etwas tun, für dein Gefühlsklärer etwas tun. Ich liebe diese Karte, die hat so tolle Energie, ein kleines Kind. Also es geht um Neuanfang, es geht um kindliche, positive Gefühle wie Vertrauen, wie Freude, Begeisterung, Glauben an Erfolg, Glauben an die Beziehung, Glauben und kindliche Freude. Dein inneres Kind ist vermutlich zufrieden. Wenn das weiter so bleibt, sehe ich ein gutes, ein zufriedenes inneres Kind. Im Herzensbereich haben wir Seelengefährte-Karte. Ja, das ist dein Seelengefährte, das weißt du auch, ist die Bestätigung auch dafür. Ehrlichkeit ist entscheidend. Wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen, die Maske fallen lassen, die Gefühle aussprechen, dich positionieren, einen Standpunkt einnehmen und diesen Standpunkt auch mitteilen. Körperliche Berührung ist wichtig, für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Also es geht auch auf die körperliche Ebene, auch dass die Gefühle, dass die Liebe ausgelebt werden soll und darf und kann. Und Rechtsprechung, Vereinbarungen, Klärungen. Vielleicht gibt es Belastungen aus der Vergangenheit von deiner Seite, die du ansprechen möchtest und neu richten möchtest, oder von Seite deines Gefühlsklärers. Also wir haben hier die Freisprechung, die Rechtsprechung, die Klärungen, die Vereinbarungen hier in Emotionen. Also das kommt vom Herzen, man muss vom Herzen sprechen. In den Aktivitäten hast du die Past-Life-Beziehung, hoffentlich wird sie neu ausgelebt in diesem Monat. Ihr habt euch schon früher gekannt, das weißt du vermutlich. Achte deine Emotionen, unterdrücke oder verurteile deine Gefühle nicht. Also du musst schauen, dass du nicht in irgendwelche Urteilen, Muster stecken bleibst und auch die Gefühle bitte nicht unterdrücken. Lass den Gefühlen freien Lauf. Wahre Liebe, schau mal, Past-Life-Beziehung mit der wahren Liebe, das ist eine super Aussage. Dies ist eine Liebe, wie es sie nur einmal im Leben gibt, das weißt du. Alle Karten zeigen, dass das so dein Seelenpartner oder sogar dein Dual-Seelenpartner ist, dass diese Beziehung etwas Besonderes ist. Und du bist angebracht hier, als Hauptperson kommst du in den Aktivitäten. Das ist eine Aussage, dass du auch etwas voranbringen solltest, etwas machen solltest, Aktivität von deiner Seite. Der Schutzgeist, der dich dabei unterstützt, das ist der Lachs und der steht für Verjüngerung. Hier, die kindliche Energien, die positive, gute kindliche Energien wiederleben, Zugang zu denen bekommen und sie ausleben, sie in dir wirken lassen, auch in deine Beziehung. Das macht dich jung, macht die Beziehung auch dynamisch, unbeschwert, leicht. Meditiere mit dem Lachs. Wenn du nicht weißt, wie, melde dich bei mir. Wir können auch zusammen Meditation machen. Ich führe dich dabei, dass du die Verbindung herstellst und die Energien für dich nutzen kannst. Du hast zwei Amor-Botschaften bekommen. Riskante Versuchung, der Schein drückt, also du musst schauen, wo du dich täuschst oder woher diese Täuschung kommt. Wir haben auch hier die Ehrlichkeitskarte bei dir, ne, in deinem Herzen.
dass ihr Masken trägt, vielleicht ihr beide trägt diese Maske. Die Gefühle werden unterdrückt, nicht gezeigt, zurückgehalten. Und der Schein muss weg, also der Schein drückt, also es ist etwas anderes dahinter. Da musst du dahinter kommen, um was es genau geht, und wir haben den Neuanfang. Das ist auch ein Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Sehr gute Aussage hast du. Okay, jetzt schauen wir mit den Kipperkarten, welche Entwicklungstendenzen sich zeigen bei dir für diesen Monat. Du stehst im Hauptbild zweimal. Wohnzimmer, privater Bereich ist das Thema. Hier schau mal, hier stehst du in den Aktivitäten und hier bist du auch in den Aktivitäten. Es dreht sich um dich. Du musst nach dir schauen, dich vielleicht neu positionieren und auch Initiative ergreifen. Ich habe hier eine gute Aussage, also Ex-Partner, frühere Partnerschaften, Vaterthemen liegen glücksbringend, Männerthemen liegen glücksbringend. Hast du die Glückskarte, also hier hast du vermutlich viel gearbeitet und das geklärt. Alle Karten sind positiv. Neuanfang, Plan, Strategie hast du hier. Hier Gewinn. Viel Geld gewinnen, also viele Emotionen, positive Emotionen, Erfolge, Gewinnskarte. Hier haben wir Kinder, männlicher, weiblicher Anteil, alles im Gleichgewicht, im Ausgeglichenheit. Sehr gute Aussage. Also die Entwicklungstendenzen sind schön. Du kannst von Monat Juni einen Neustart haben in Richtung Glück. Lebensglück, Liebesglück. Zweimal kleines Kind, zweimal Neuanfang hast. Das siehst du nicht so gut. Hier, Neuanfang, kindliche Unbeschwertheit. Guck mal, das Kind strahlt vor Glück, vor Freude. Und genau das sind deine Energien für Monat Juni. Wenn sich da etwas zeigt an Blockierungen oder wenn du deine persönliche Orakel haben möchtest oder Fragen hast, kannst du mich anrufen, eine Beratung buchen oder ein Orakel. Bei Blockierungen kann ich dir auch helfen, aber du hast super Karten. Also bis jetzt war das der beste Orakel für Monat Juni. Ich bin noch nicht mit allen Orakel fertig, aber was ich bis jetzt gelegt habe, das war bislang der beste von den Aussagen hier. Hier lass die Masken fallen, verstecke deine Gefühle nicht, deine Einstellungen nicht, zeige dich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Entwicklung und viel Glück. Hallo ihr Lieben, wir schauen heute die Energietendenzen für Monat Mai vom 23. bis 31. Mai 2020, Element Erde. Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau, für die Loslasserin. Ich fange an mit Engel der Liebe Orakel. Drei Karten, die ist rausgesprungen. Für Gedanken, Gefühle und Aktivitäten für die Loslasserin. Dann geht es weiter mit Seelenpartner Orakel. Auch drei Karten. Die drei sind rausgesprungen, also die Karten, die sind sehr lebendig, die zeigen sich. Kipperkarten, Orakel, drei Karten. Mal schauen, was mit der Loslasserin, die zwei wollten sich melden, haben sich gemeldet. Okay, wir schauen, welcher Schutzgeist helfe dir, die Loslasserin hat. Für diesen Monat oder für die letzte Woche von Monat. Und natürlich ist auch ein bisschen durcheinander. Die hat sich gemeldet. Die Botschaft, Amorbotschaft. Okay, ich fange jetzt an mit dem Gedankenbereich Element Erde, Loslasserin. Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus.
Also, du bist gedanklich mit deinem Beruf, mit deinen Finanzen, bist du da sehr fokussiert. Und vielleicht, weil das so intensiv ist und so viele Gedanken und Energien beansprucht, hast du vielleicht die Beziehung ein bisschen aus dem Fokus verloren oder du bist mehr auf deine berufliche Situation konzentriert und die Engel der Liebe Orakel sagen, dass hier Beruf und Finanzen, Karriere bis Ende des Monats Überhand genommen hat bei dir. Also hat eine Auswirkung auf deine Beziehung. Ähnliches zieht Ähnliches an. Diese Karte kam in ganz viele Orakel heute. Wenn du dich nach mehr Liebe sehnst, musst du liebevoller sein. Also schau mal, wo du die Liebe versperrst oder nicht zeigst, nicht zeigen willst oder vielmehr gesagt nicht zeigen kannst. Und du diese Blockade auflösen. Und wir haben hier ferne Horizonte, Schicksal, schicksalshafte Ereignisse werden passieren, auch in Bezug auf Finanzen und Karriere, auch in Bezug auf deine Beziehung. Unterstützung vom Himmel und Hoffnung, auch so jede Menge Hoffnung, sehr gute Energien, sehr, sehr gut. Unterstützung von oben, sehr stark bekommst du. In deinem Herzen haben wir die Aussage, lass dir von deinen Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Schau mal, in welchen Bereichen brauchst du Unterstützung, was musst du noch machen und nimm es in Anspruch, ob das jetzt durch Freundinnen ist oder durch Berater oder Schamane oder Energiearbeiter. Du musst etwas machen, weil du brauchst Hilfe in irgendeine Richtung und ganz bestimmt auch in die Richtung Partnerschaft. Sei bereit, Liebe zu zeigen. Diese Karte kam auch in mehrere Orakel vor. Also, es geht darum, dass die Seele wieder ausgelebt werden kann. Monat Mai ist auch für die Seele sehr stark zuständig in diesem Jahr. Also, die Seele, die Intuition, die Gefühle, die wollen ausgelebt werden. Darum, wenn wir Liebe zeigen, erhalten wir auch mehr Liebe. Also, du musst in die Liebe reingehen. Vielleicht hier brauchst du ein bisschen Unterstützung, weil du eine emotionelle Blockade hast. Und wenn du dich mit der Liebe nicht beschäftigen möchtest, ist einfach, sehr einfach, dich hier auf Beruf und Finanzen zu konzentrieren. Weil hier spielen die Gefühle kaum Rolle, ne? So sieht's aus. Also schau mal, welche Gefühle, wo sind die Gefühle bei dir blockiert? Und wir haben die Erwartungskarte. Ich kriege hier zwei Energien, zwei Aussagen. Zum einen, du hast vielleicht falsche Erwartungen und zum anderen, du bist zu passiv, du wartest sehr. Du lebst vielleicht in einer Traumwelt und wartest, dass alles sich von alleine richtet und so kommt, wie du es dir wünschst. Aber du musst aus dieser Warteposition raus. Du musst was machen, was unternehmen unbedingt. Also komm aus dieser Passivität heraus. Aus diesem Warten kommst du bitte heraus. In deinen Aktivitäten liegt die Leidenschaftskarte. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Gehen dir leichte Energien, dir leidenschaftliche Energien, auch in deine Beziehung, auch in deinem Leben allgemein. Zeige kleine Gesten der Freundlichkeit. Eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Also du musst doch ins Gefühl gehen und dieses Gefühl vermitteln, zeigen. Auch dein Gefühlsklärer, dein Seelenpartner Gefühle zeigen. Wir haben die Beschäftigung, die Arbeit, auch die Arbeit an der Beziehung, die Aufbau und wir haben den privaten Bereich. Sehr gute Aussagen für dich. So, der Schutzgeist, dein Helfetier, ist der Elefant und der steht für die Weisheit, der steht für Glück, für Fülle. Weisheit, also du musst dich öffnen für die Liebe, für die Fülle, für die gute, positive Energien. Einfach dein Herz öffnen. Hier haben wir blockierte Herzchakra oder blockierte Emotionen, blockierte Liebe. Die Amor-Botschaft für dich ist Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Tolle Aussage. Die Weisheit bringt dir die Freiheit. Weil da bist du nicht mehr abhängig,
Super, super gute Aussagen. Wir schauen jetzt mit den Kipperkarten, was noch an Entwicklungstendenzen in diese letzte Woche von Monat Mai für dich kommen. Sehr gute Aussagen. Gerichtsperson, Verhandlungen, Gespräche. Das ist das Thema. Du musst in Kommunikation, im Gespräche mit deinem Seelenpartner, mit deinem Gefühlsklärer kommen. Das ist das Thema. Ihr müsst was klären. Ansonsten, dein Seelenpartner liegt hier in den Karten. Er ist zu dir hingerichtet. Er ist sehr unsicher. Auch Verluste bei den Gefühlen liegt bei ihm. Also seine Gefühle sind genauso blockiert wie deine. Er hat sehr viel Unsicherheit. Wir haben leider zweimal hier diese Wartekarte, Erwartung. Kommt bitte aus dieser Lethargie, aus dieser Traumwelt raus und werdet aktiv, macht was. Nicht nur warten und schauen, wie das Leben an euch vorbeiläuft, sondern lebt das Leben und lebt die Liebe, weil die Erwartung war bei der Liebe. Unbedingt. Und diese Erwartung, diese Wartezeit hat eine energetische Blockade. Da gibt es bestimmte Ereignisse, die als Ursache bei sowas kommen. Wichtig ist, dass du an diese Ereignisse arbeitest, dass du an diese Ursache arbeitest und aus dieser Warteschleife, aus dieser Passivität rauskommst. Ganz, ganz wichtig, sonst wird nichts, wenn du das nicht schaffst. Und ich kriege so Energien, dass diese Wartezeit, diese Abwarten, diese Passivität schon sehr lange Zeit ist. Also das ist jetzt nicht nur im Monat Mai. Es kann sein bei einigen von euch, dass das seit Jahren schon so läuft. Hier musst du unbedingt, also du bist, vielleicht neigst du dazu, irgendwie in die Spiritualität zu flüchten. Die Möglichkeit hast du auch, weil ich sehe hier sehr viele spirituelle Energien, die hast du auch in deinem mentalen Bereich. Und vielleicht musst du mehr auch in die Umsetzung gehen. Ansonsten, dein Gefühlsklärer ist mit Anerkennung, mit positiver Karte, positive Entwicklung, mit Liebe kommt hier auf dich zu. Wir haben hier den privaten Bereich und wir haben hier eine Hammer-Aussage. Beendigung von dieser kurzen Krankheit, von der Belastung. Also diese ganze Belastungen, die du hast, die kannst du sehr gut beenden. Du musst nur etwas tun. Du musst etwas tun, damit sich das klären kann. Und es ist nicht viel zu tun. Also ich kriege hier energetisch, trotz dieser Belastungen, die ich angesprochen habe, ich bekomme trotzdem leichte Energien. Leichte Energien, also das ist leicht zum Abschluss zu bringen und zu beendigen. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ich habe Familienaufstellungen sowie Wachskissen, auch persönliche Beratungen im Monat Mai im Angebot. Das kannst du dir anschauen in meine Webseite, im Shop und aktuelle Angebote im Monat Mai. Und bitte hol dir die Hilfe. Hol dir die Hilfe, hier hast du auch. Lass dir von deinen Freundinnen, Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Nimm diese Hilfe an, weil alleine kann das schwierig für dich oder unübersichtlich sein, aber mit professioneller Hilfe kommst du sehr locker, sehr leicht aus diesen Energien raus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Entwicklung und eine gute Zeit.